Herzlich willkommen zurück. Wir spielen ein weiteres Mal Magic heute mit dem vielleicht besten Deck, das jemals gebaut wurde, Beetlehenge. Bleibt dran. Herzlich willkommen zurück im Gewinnerstream. Ja, im Gewinnerstream. Hier seid ihr bei mir. Ich bin tatsächlich siegreich hervorgegangen aus dem letzten Zusammenprall mit Hand of Blood letzte Woche. Und er hat direkt schon nach einer Revanche geschrieben. Wir sind in Kontakt und es wird auf jeden Fall bald so sein. Und ich glaube, nächste Woche noch nicht, aber danach wird es auf jeden Fall bald passieren. Das heißt, ich muss natürlich meine Decks ein bisschen in Einklang bringen. Ich hatte jetzt vielleicht so ein bisschen Glück, dass ich ihm mit meinem 3-3-3-Deck so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt habe. Ich habe es ehrlich gesagt selber ein bisschen unterschätzt, aber gut. Mir wurden einige Bilder zugespielt von Spielern in Magic, die tatsächlich schon gegen Beetlehenge-Decks gespielt haben, denn ich habe letztes Mal ein Beetlehenge-Deck gebaut, das ich mittlerweile ein bisschen modifiziert habe und das tatsächlich einige Leute schon erfolgreich gespielt haben. Es geht um die Zahl 4. Es heißt Beetlehenge 4. Es geht um die Zahl 4. Generell die Idee ist, es gibt diesen Beetle, der immer krasser wird, wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 hat. Das heißt, unsere Idee ist, wir kriegen ganz viele billige Kreaturen mit hoher Stärke, wie zum Beispiel Luststruck Beast, den hier oder die hier, die alle Stärke 4 haben, Questing Beast oder hiermit kriegen wir noch einen 4-4er-Token, um das alles zu buffen. Damit kriegen wir mehr Mana, wenn wir einen 4er haben. Mit Eroan Games ziehen wir Karten, wenn wir einen mit 4 haben. Mit Kiora ziehen wir auch Karten, wenn wir einen mit 4 kriegen. Wenn wir eine Karte mit hoher Stärke haben, wird Great Henge billiger. Also alles greift gut ineinander. Und ich hatte lange die Warden of the Chained. Oh, jetzt ist alles Englisch plötzlich. Eieiei, okay. Wir haben hier die ganzen Rechner nochmal neu aufgesetzt, deswegen musste ich das gerade auch nochmal neu installieren. Wir haben hier die Warden of the Chained, die aber jetzt langsam ersetzt wird durch diesen Gruul Spellbreaker, der, glaube ich, einfach besser ist. Er hat Riot, das heißt, er kann entweder mit Eile oder mit einem 1-1-Counter, hat dann also 4-4. Ob das jetzt technisch gesehen in das Vierer-System von Beetlehenge 4 reinpasst, wird momentan noch heiß diskutiert in den Magic Reddits dieser Welt, weil es ist ja eigentlich eine 3-3-Kreatur, hat eigentlich in dem Deck nichts zu suchen, aber kommt mit dem Token als 4-4er rein und ich habe die Regelexperten bemüht, er kommt als 3-3 ins Spiel, kriegt seinen Token und triggert dann aber noch Kiora. Yes, yeah, whenever a creature with power 4 or greater enters the battlefield, darunter fällt tatsächlich der Gruul Spellbreaker, wenn er mit Riot ins Spiel kommt, weil dann kommt er schon mit einem Token ins Spiel. Wohingegen Kraul Harponier nicht Kiora triggert, weil der kommt erst ins Spiel und holt sich dann seinen Bonusschaden durch Stärke, der wiederum triggert aber Beetle. Der triggert den Hornbeetle. Also wenn er ins Spiel kommt und ich habe Kreaturen im Friedhof, wird er eine krasse 7-2. Kann ich angreifen, aber er hat hohe Stärke. Und dann kann ich meinen Hornbeetle spielen. Und das, was ich noch nicht gemacht habe, was ich richtig gerne mal machen würde, ist richtig viele Kreaturen im Friedhof haben, den Harponier spielen, der hat eine richtig hohe Stärke und dann Great Henge für 2 Mana. Weil dass der 7 Stärke hat, ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn 4 oder mehr Kreaturenkarten im Friedhof liegen. Sollen wir die Sprache noch umstellen gerade? Was ist das denn eigentlich für ein Token? One Traditional Draft Entry. Ich weiß gar nicht, was das ist. Von diesem Gruul Spellbreaker haben wir leider momentan nur 2 und wir haben gerade keine Rare Wildcard. Wir können aber ein paar Packs aufmachen. Wir können ein paar Booster Packs aufmachen. Ich habe noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir noch eine Rare Wildcard zusammen. Das ist noch aus dem alten Set. Odds of Enforcer. Hier haben wir eine schwarze Wildcard. Immer gut. Und wir haben Tithe Taker. Vielleicht können wir in der Werbung auf Deutsch umstellen, aber jetzt spielen wir erstmal ein paar Spielchen so. Hier haben wir noch ein bisschen Theros, Cetessen und Petitioner. You gain life equal to a Devotion. Oh, die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Devotion bedeutet, wie viele grüne Mana-Symbole auf bleibenden Karten, die man kontrolliert hat, sind. Also Verzauberung, Kreaturen. Planeswalker, glaube ich, auch, oder? Ja. Hound of Aetherios. Creature cards in graveyards can't enter the battlefield und players can't cast spells from graveyards. Ja, sehr situationsabhängig. Wir brauchen eigentlich nur eine goldene Wildcard. Plummet, Silber. Dann haben wir hier, oh! Polukranos Unchained. Ah, das ist der mit ganz vielen Tokens, der dann kämpfen kann. Oh, der ist ziemlich krass. Gegen den habe ich auch schon ein paar Spiele verloren, weil tatsächlich haben wir ein großes Problem gegen ganz starke Kreaturen. So ein 8. Oh, nice, da ist er doch! Shadow Spear! Endlich haben wir eine Chance gegen Eddie Decks. Permanent
your opponent control lose hexproof and indestructible. Also so kriegt man einen Gott kaputt, weil das ist auch tatsächlich ein riesiges Problem für uns, wenn eine Kreatur Unzerstörbarkeit hat, weil unser einziger Removal, den wir haben, ist diese sehr praktische Karte, Thrash und Threat, wo man entweder einen 4-4er-Token erzeugen kann, super, oder einer Kreatur Kampfschaden in Höhe der Stärke der Kreatur zufügen kann, auch gut, weil wir in der Regel starke Kreaturen haben. Aber unsere stärkste Kreatur ist Lovestruck Beast mit 5-5. Das heißt, wenn wir gegen eine 6-6 spielen, war's das erstmal. Wir haben noch Domrys Ambush, da kriegt man noch einen 1-1-Token drauf, aber bei dem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den unbedingt im Deck will. Ich überlege nicht, ob ich statt dem noch nicht lieber einen Kraul reinnehmen soll. Aber wir probieren es einfach ein bisschen rum. Ich bin noch in der Goldliga. Noch sage ich, weil ihr jetzt natürlich einen kleinen Screenshot machen könnt. Als letzten Moment, in dem ich jemals in der Goldliga sein werde. Denn ich bin mir relativ sicher, dass ich mit Beetlehenge es auf jeden Fall in Platin schaffen werde. Standard Ranked, ne? Ist das, ne? Oder? Standard Ranked? Oder anders? Warte mal, wir sind im Noob-Modus. Warte, wir müssen erst den... Ja, Advanced-Modus bitte, aber hallo! Ja, aber ist Standard Ranked, ne? Traditional ist mit Best of Three. Können wir auch mal machen. Wir können uns eigentlich auch ein cooles Sideboard bauen für Beetlehenge. Und da könnte dann der Ceratops reinkommen gegen Blau. Oder andere irgendwas Anti-Flieger-Karten gegen Decks mit Fliegern. Azorius oder sowas. Okay, los geht's. So. Okay, wir haben zumindest für die ersten drei Züge relativ sicher was zu spielen. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Und wir gucken mal, was unser Kontrahent Zier macht. So. Die kann ich angreifen, solange sie... Oh, Shadow Spear, da haben wir ihn doch. Okay, alles klar. Ich habe aber keine Angst. What's a god to a non-believer? Jetzt ist die Frage. Weiß hat wahrscheinlich Flieger, ne? Weiß. Ja. Und die eignet sich ja auch eigentlich, um Flieger zu buffen. Und vor allem erzeugt er jede Farbe von Mana. Das heißt, wir haben direkt auch ein rotes Mana und könnten dann den spielen. Oh, das ist so ein Verzauberungsdude. Oh, shit. Oh, der ist ätzend. Oh, ich glaube, den müssen wir direkt rauswemsen. Warte mal. Wenn wir den jetzt spielen... Dann können wir den für 2 Mana tappen, aber wir brauchen rotes Mana. Fuck, wir müssen den zerstören, unbedingt. Wie kriege ich den jetzt kaputt? Der fliegt nicht, ne? Ich greife an und mache dann Thrash, in der Hoffnung, dass er blockt. Aber wenn ich angreife, dann kann ich kein Mana mehr generieren damit. Ich habe auch noch keine Kreaturenkarten, das heißt, ich krieg nicht 2 Mana mit dem, weil der erzeugt 2 Mana, wenn man Stärke 4 hat. Gibt es hier jetzt irgendeinen cleveren Zug, den ich spielen kann? Also ich glaube, ich spiele einfach mal sie, damit ich im nächsten Zug, selbst wenn er jetzt irgendwie einen krassen Buff kriegt, meinen Thrash anwenden kann. Aber das ist ungünstig. Das ist leider sehr ungünstig. Dafür haben wir im nächsten Zug 6 Mana schon mal. Das heißt, wir können schon mal das spielen und was noch was. Oh fuck, das wird unangenehm. Der macht alle Verzauberungen billiger. Okay. Okay, aber nicht so schlimm. Wir können jetzt auf jeden Fall... Wen sollen wir zerstören? Den oder den? Enchantments cost one less to cast. Ich glaube, ich zerstöre den. Aber ich bin mir nicht sicher, weil beide ultra nervig sind. Der zieht halt Karten, aber momentan hat er noch keine Kreaturen. So, und jetzt ist das Tolle. Ich spiele den Harpunier aus und da ich schon Karten im Friedhof habe, kriegt er mehr Stärke. Und ich habe genug Stärke, um anzugreifen in dem Zug. Der kriegt die Stärke zwar nur für die Runde, aber ich kann zumindest schon mal angreifen. Also, der kriegt... Ah, das ist ja kein Enchantment, ne? Das ist ja eine... Verzauberung. Enchanted Creature dies. Ach, der verzaubert meine Kreatur und dann stirbt die. Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich eine geile Kombination. Removal und man kann direkt eine Karte ziehen. Okay.
Die Frage ist, sollen wir jetzt lieber einen 4-4er erzeugen, um angreifen zu können? Oder sollen wir ihn removen? Er hat Trample und Lifelink. Ich glaube, ein Removal wäre hier besser. Weil solange er keine Kreatur... Ich glaube, der muss weg. Dieses ewige Kartenziehen habe ich mir vor am Anfang schon gedacht, dass er weg muss. So. Die Karte ist auch sehr nützlich. Sie kriegt eine 1-1er, was uns mit Luststruck Beast hilft. Und drei Counter, das heißt, wir haben 4-4er und wir ziehen Karten, wenn wir große Sachen haben. Whenever you cast a spell, you lose one life. Ach du Scheiße, der hat viele Karten. Aber er hat momentan keinen Mana. Jetzt können wir gleich sie hochbuffen, dass wir angreifen dürfen. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben schon mal zwei Angreifer. Lifelink, Vigilance. And has Vigilance. Okay. Gut. Aber wir machen zumindest schon mal okayen Schaden gerade. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber sein Lifelink könnte natürlich auch aus der Hand geraten. Schön langsam. Shit. Aber so oder so ziehen wir noch Karten im nächsten Zug. Wir brauchen nur einen mit Stärke 4, damit wir Karten ziehen. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, es sieht so aus, als würden wir Karten ziehen. Das ist schon mal wichtig. Kriege 2 Lebenspunkte zwar zurück. Aber wir ziehen zumindest Karten. Nice. Okay, Kiora. Können aber nicht angreifen. Können aber blocken mit dem. Wir haben 6 Mana. Wenn wir ihn spielen, haben wir immer noch 6 Mana. Ne, er kann nicht direkt getappt werden. 6 Mana heißt, wir können die beiden spielen. Ich glaube, das mache ich auch. Müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Wir könnten jetzt ein Land enttappen, aber es bringt gerade nichts. So. Ich glaube, wenn wir es ein zweites Mal schaffen, Karten zu ziehen, dann stehen wir ganz gut da. Aber jetzt wird es gerade eklig, weil jetzt hat er schon ziemlich viel Zeug am Start. Whenever you cast a spell, you lose one life. Okay, aber hat aber auch nur noch 3 Karten. Oh, das ist bitter. Oh, der ist richtig fucking bitter. Ich hoffe, er hat jetzt noch keine weitere Verzauberung mehr dabei. Weil immer wenn man eine Verzauberung spielt, kriegt man 2 Zweier. Lifelink, wie viel Mana hat er noch? 1 Mana und 1 Karte. Hat er dann noch... Das ist nicht Spontanzauber. Ja, dann blocke ich hier. Ja, Ajani muss weg, der wird immer krasser. Hat er jetzt noch einen Spaß? Hat er noch einen Spaß? Ach, okay. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Übersehen. Jetzt wird's haarig schön langsam. Ich meine, wir haben super viel Mana, aber ich glaube, das rutscht uns aus den Händen, dieses Spielen. Vielleicht, wenn wir im nächsten Zug noch 2 Karten ziehen können und vielleicht noch einen Thrash ziehen oder sowas oder ein Ding. Schwierig. Ah, jetzt kriegt er einen Pegasus. Ah, ungünstig. Ungünstig. Wir brauchen noch einen Harponierer. Die haben alle Lifelink, ne? Ja, vergiss es. Er hat sogar Trample auch noch. Ist egal, ob ich den block oder nicht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ein 8-8er kriege ich nicht removed, leider. Aber ein 4-4er kriege ich zumindest weg.
So, wie viel Mana haben wir jetzt? 1, 2, 7, 8, 9 Mana. 10, 12 Mana habe ich gerade. Das heißt, ich kann alles ausspielen, was ich habe. Ich glaube, das mache ich auch einfach. So. Counter. Damit ziehen wir direkt mal eine Karte. Okay. Der Harpunier. Für den ziehen wir leider keine Karte, obwohl er genug Stärke hat. Ja, aber 8-8 Trample ist halt Lifelink Trample. Vigilance ist halt eine absolute Katastrophe. Den kriegen wir leider nicht kaputt. Take action. Take action! Ja, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Aber es reicht nicht. 9-9 Lifelink Trample Vigilance kriegen wir leider nicht kaputt. Schade. Schade. Ich weiß auch nicht, ob ich die Karte brauche, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ja, das ist leider hinüber. Das ist leider hinüber. Ja, das ist vorbei. Okay, ist ein Reinkommer, war ein Reinkommer. Man muss sich in Beetlehenge... Beetlehenge ist wie so ein gutes Sofa. Du musst dich ja erstmal 4 Jahre lang reinsetzen, bevor du wirklich erstmal merkst, was dieses Sofa für dich eigentlich erst wert ist. Das muss so richtig durchgesessen sein. Da musst du so richtig... Da muss das Polster muss schon so vorgeschoben sein und den Boden schon berühren. Und dann weiß man erst, ah, in diesem Deck fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da lege ich mich hin. Ja, da kenne ich jede Karte, ich weiß einfach, was los ist. So ein gutes Deck ist wie ein Zuhause. Man muss sich einfach wohlfühlen. Man darf es nicht mehr riechen können. Daran merkt ihr... Uiuiui. Ui, Freunde! Ich glaube, das könnte gut laufen. Ihr merkt daran, dass ein Deck euer Deck ist, wenn ihr es nicht mehr riecht. Das ist genau wie eure Wohnung. Solange die noch einen eigenen Geruch hat, seid ihr noch nicht zu Hause. Weil dort, wo man wohnt, riecht man nichts. Oh! Oh, Freunde. Oh, das könnte jetzt ein Beetleferno werden. Oh, seid ihr bereit für The Beetling? Oh, sollen wir ihn wegzappen? Nee, ich baller Beetle. All the lonely Beetles. Where do they all come from? Oh ja, Schaden, ein Schaden. Bats! All the lonely Beetles. Where do they all come from? Ah, look at all the lonely Beetles. Bip, 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 bip. Ah, look at... Oh, wir spielen auch. Wir spielen gegen Rot-Grün. Oh, Domriss Ambush. So eine starke Karte. Und jetzt hat er sogar einen gruseligen Gruseler. So, und jetzt denkt ihr euch, na, was mache ich jetzt? Was soll ich spielen? Ich glaube... Ah, nee, wir haben noch nichts im Friedhof, ne? Die Frage ist, was ist wichtiger? Erst mein Beetle hochballern oder guseln? Nee, pay 3 life. Pay 3 life. Na, 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 na. Oh, jetzt wird gebeetelt. Oh, jetzt wird gebeetelt in your face. Da, 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 da. Nee, das ist nicht von den Beatles. Ich kenne einen einzigen Beatles-Song, Eleanor Rigby. Und das war's. Okay. Ich hoffe, The Goosening macht mir jetzt nicht allzu große Probleme. Escape to the Wilds. Exile the top 5 cards of the library. What the what? Egal, ich hab Beatles. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit ein paar Beatles, oder? Also ich weiß gerade nicht, was ich ausspielen soll. Vielleicht ein paar Beatles. Ah, look at all the lonely Beatles. Batz, batz! Das ist Beetlehenge, Freunde! Das ist billig, die Beatles irgendwie hochbabbern! Oh, Season of Growth. Oh, ich rampe, aber das sind 5 Lebenspunkte.
Riot. Ah, er holt sich den Token. Oh, meine Beatles werden so groß und saftig und dick. Oh, werden die saftig. Oh, sind das saftige Beatles. Oh, guck euch diese saftigen Boys an. Das sind richtige saftige Hardboys. Guckt euch die an. Wieso kriegt ihr einen? Ach so. Ja, Questing Beast oder was? Komm, greif in allen an, fuck it. I look at all the lonely Beatles. So, das ist Beetlehenge, Freunde. Das ist Beetlehenge. Da wird es einem richtig warm ums Herz. Da wird es einem richtig warm ums Herz. Da legt man auch mal einfach die Kleidung auf den Boden, wenn man weiß, hier ist nichts falsch, hier ist nichts fremd. Hier gehört alles zu mir. Dieses Deck ist ein Fortsatz meines Körpers. Da ist gar nicht mehr zu trennen zwischen Mensch und Deck. Obwohl ich mir echt noch nicht sicher bin, ob die Minotaurin nicht besser ist als dieser Ogre-Ding. Weil Trampel ist halt auch nicht ganz egal. Mich ärgert gerade, dass mir kein einziger weiterer Beatles-Song einfällt. Ich weiß nur dieses Here Comes the Sun, aber mir fällt nicht ein, wie der geht. Okay, es wird ein weiteres Beatle-Game. Nässchen Horn Beetle. Wie wurde aus Horn Beetle Atlaskäfer in der Übersetzung? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was heißt nochmal Horn, Harry? Was heißt nochmal Horn? Atlas, oder? Ja, Atlas. Auf Deutsch heißt der Nessischer Atlaskäfer. Vielleicht ist es so eine weirde Magic Lore, dass irgendwie so eine Plane heißt Horn und auf Deutsch heißt die Atlas. So, was ist los? Giuseppe! Oh, Giuseppe hat die World Championships. Oh, hat er in der World Championship gespielt oder was? Wie kriegt man diesen Kartenrücken? Muss man da in der World Championship spielen? Hey Jude, na da sind wir doch. Penny Lane, und so weiter. Penny Lane, ne, 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 Penny Lane, ne, 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 ne. Ah, hey Jude ist auch gut. Hey, hey Jude. Hey Jude, hey Jude, hey Jude, hey Jude. Was ist hier los, Herr Giuseppe? War auf den World Championships, hat sich die richtig guten Decks angeguckt, holt sich, jetzt spiele ich hier Azorius Control, Freunde, jetzt mach ich alle kaputt. Und dann zieht er einfach nur Länder. Einfach nur Länder, sieben Länder. Denkt sich, was würde ein Magic Worlds Championships Spieler jetzt tun? Das ist ja eigentlich das Geile, bei diesen World Championships, die spielen ja auch Magic Arena und haben auch immer so eine GoPro in ihr Gesicht, ne? So immer direkt rüber. Und das Geilste ist immer, wenn die irgendwie richtig scheiß Karten ziehen, dann immer dieser Blick in die Kamera, dieser The Office-Blick, dieses Fuck me-Blick. Das ist großartig. Manche Spieler machen das, die spielen mit der Kamera. Was ist denn los, Giuseppe? Was los? Auf geht's. Was ist dein Problem? Red mit mir, Giuseppe. Gib mir was. Giuseppe, gib mir was. Giuseppe, was ist dein Lieblings-Beatles-Song? Nice. Giuseppe, was ist los? Bist du eher ein Rolling Stones-Typ? Oder eher Beastie Boys? Oder Coldplay? Was ist dein Deal? What's the big idea? Was sagt ihr Musikfights, Rocky Beans TV? Kann man über Musik sinnvoll genug diskutieren, dass man eine Sendung machen kann? Ich glaube, ich wäre der schlechteste Teilnehmer, weil ich keine Ahnung von Musik habe. Null. Ich kenne... Oh, wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich echt vergessen, wie die heißt. Fergie. Die kenne ich, aber ansonsten niemanden. Giuseppe klingt nach France Gall. Ah, France Gall kenne ich auch. Der Computer Nummer 3. Nee, Nummer 2. Für jeden. Ich verstehe. Ich habe gerade gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik und direkt bewiesen. Für jeden Mann die richtige Frau. Nee, 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 nee.
Nee. Toll. Frau Skull, ganz, ganz fantastische Liedinterpretin. Ja gut, GG. GG. Und Giuseppe schenkt uns ein Spiel. Danke, Giuseppe. Giuseppe weiß, dass wir einfach in der Goldliga nichts zu suchen haben. Der weiß, komm, weiter in Platin. Komm, bitte, einmal durchgehen. So, was haben wir hier? Gruul Spellbreaker, Fabled Passage. Fable Passager. So, die Fable Passager holen wir uns direkt mal, weil wir können nichts mit Mana 1 haben. Wenn man nämlich noch nur bis zu 3 Länder hat, dann kann man die nicht direkt ausspielen und tappen, die Fable Passager. So, Grün-Rot hat wahrscheinlich keine Flieger, das heißt, wir müssen unseren Graul-Harponier nicht aufheben, sondern können direkt 3 Schaden machen. Bestenfalls, oh, sehr langsam hier mit 2 Doppelländern. Ich hoffe, er verschätzt sich da nicht. Ah, Shadow Spear. Okay, dann wissen wir, in welche Richtung das Spiel geht. So, was ist wichtiger? Gruul Spellbreaker oder Lovestruck Beast? Im nächsten Zug können wir Lovestruck Beast beide spielen. Das heißt, ich würde sagen, ich spiele erstmal den, damit wir im nächsten Zug alles Mana ausgeben können. Müssen aber darauf achten, dass wir die Farben richtig tappen. Weil dann haben wir 2 Grün und 2 Rot und brauchen in beiden Zügen ein Grünes. Oi! Da ist doch der Longboy. Frage ist, wegseppen oder... Ich würde sagen, wegseppen eigentlich, oder? GG! Yes! Keine Chance gegen Beetlehenge! Keine Chance! Meatball! Meatball! Keine Chance! Das sind die ganzen Italiener, die jetzt nach der Magic World Series anfangen, Magic zu spielen. Keine Chance! Gib mir nicht eine Chance, Guilds of Ravnica Decks. Was will ich damit? Let's get it started. Alter, der Chat ist noch bei Black Eyed Peas. Sehr gut, freut mich. Da kann man immer gute Diskussionen anstoßen mit Musik. Ah, herrlich. Das sieht doch gut aus. Ein Luststruck Beast ist einfach so eine fantastische Karte. Die hätte ich gern mit dieser coolen Märchenoptik. Obwohl ich ja sonst nicht so viel auf diese Kartendesigns gebe, aber das ist wahrscheinlich so ein klassischer, man fängt mit Magic an und denkt sich, ach, ich bin nur ein technischer, rationaler Spieler, mich interessieren nur Zahlen und Fakten. Und dann nach einem halben Jahr so, oh, die ist aber auch ganz hübsch. Vielleicht investiere ich 15 Euro für einen neuen Avatar. Oh, okay, 3 Farben. Rot, Grün, Blau. Da bin ich überfragt. Weiß der Chat, wie das heißt? Rot, Grün, Blau? Ich glaube, wir können hier angreifen. Weil er hat durchaus Grund, den zu blocken. Nee. Fällt Pangasius heute aus? So kann man es ausdrücken. Es wurde letzte Woche beendet und diese Woche kommt dafür Haukes neues Pen and Paper. Aber es könnte auch ein Troll sein, weil ich mich beschwert habe, dass Leute ständig fragen, ob Sachen ausfallen. Nein. Also, ich würde sagen, nein. Die richtige Antwort ist nein. Pangasius fällt nicht aus. Temur, sagen Leute. Temur. Soll ich mir das auch merken oder lohnt sich das nicht? Oh, okay. Hushbringer. Oh, enters the battlefield. Alter, ich kann Hushbringer nicht entfernen mit Kraul. Dann muss ich wohl wieder beateln. The Beetle Boys. Check it out. What is all about? Okay, tatsächlich Hushbringer Hard Counter gegen Gruul Harponier. When Kraul enters the battlefield und sie unterdrückt alle Enters the Battlefield Effekte. Habe ich sonst noch Enters the Battlefield Effekte? Nein, Saga fällt da nicht drunter. Oh, würde das auch gelten? Ich glaube ja. Wahrscheinlich ja. Ja, ich denke die Antwort ist ja. Lautet ja. Oh, das ist echt ein Problem. Ach du Scheiße, dann brauche ich meinen Thrash. Gut. Das ist keine ungefährliche Situation gerade. Vor allem der ist. Aber ich meine, der braucht noch so viel weiße Devotion. Ah ja, okay, jetzt kommen wir näher. Naja, gut. Was ist mit Questing Beast? Was ist los mit Questing Beast? Ich würde sagen, es ist ein No-Brainer, weil Kiora eigentlich nur dann geil ist, wenn wir Karten ziehen. Aber soweit ich das verstehe, unterdrückt Hushbringer auch den Kiora-Effekt.
Weil hier auch steht, enters the battlefield. Ja. Zonk. Ja, Questing Beast ist einfach eine... Uiuiui, oh Alter, der nimmt aber... Der hat viel Vertrauen in seinen Lifelink, würde ich mal sagen. Ob er sich da nicht ein bisschen verschätzt. Wo ist dein Rot? Wo ist dein Rot und wo ist dein Blau? Alter, der hat ja alle Farben. Ach du Scheiße. Okay, jetzt haben wir eine Rede. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt kann ich sein Vertrauen in Lifelink nachvollziehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Oh shit, jetzt habe ich... Ich hätte vielleicht trotzdem den Harpunier spielen sollen wegen Reach. Das vergesse ich oft, dass der auch noch Reichweite hat und somit fliegende Kreaturen blocken kann. So, jetzt brauchen wir einen genialen Zug. Ich glaube, wir zahlen. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ich glaube, es ist egal, weil wir nach diesem Zug haben das Spiel verloren, weil er so viel sich heilt. Ich glaube, das wird nichts mehr, leider. Weil er wird Questing Beast mit Heliod blocken. Aber was macht er dann mit Lovestruck Beast und dem? Da wird schon was durchkommen irgendwie. Frage ist, was machen wir jetzt am besten? Wie können wir... Also das wird ein 5-5er. Und den kann er nicht durchlassen. Wird ihn wahrscheinlich mit dem blocken. Und dann hat er noch zwei 5-5er. Einen hier. Dann geht ein Schaden durch. Aber mehr können wir leider nicht machen. Wir haben verloren. Naja, wir kriegen zumindest... Naja, der kriegt halt unendlich viel Lifelink. Das Problem ist, ich weiß nicht, wenn er den opfert, hat er dann kein Devotion mehr? Less than 5. Ja, der hat genau 5 Devotion. Okay, ich glaube, er muss ihn opfern. Er verliert seinen Heliod. Okay, das ist schon mal geil. Heliod verlieren ist schon mal ein großes Ding. Wenn er jetzt nicht genug weiße Karten auf der Hand hat, dann wird das schon mal gut. Ich glaube, das können wir noch hinkriegen. Und ich spiele auf jeden Fall Kraul Harpunier, um ihn zu blocken, auch wenn er wahrscheinlich jetzt zu krass wird, um ihn, aber ja, ich bring's auch nicht, ihn zu blocken, weil er kriegt Lifelink so oder so. Ah, er wird ihn wahrscheinlich opfern, ne, damit der hier Protection kriegt. Aber dann Lifelinkt er sich auch nochmal hoch. Ach, shit. Oh, Lifelink ist so böse einfach. What? Was war das gerade? Hat er dem nicht Schutz gegeben? Wie viel Mana haben wir? 1, 2, 5 Mana haben wir. Ich glaube, der bringt nichts, weil ob ich den blocke und sterben lasse... Die drei Schaden sind mir im Zweifelsfall egal. Ich glaube, ich spiele die beiden. Aber mal schauen. Aber es könnte schon noch klappen. Also wenn er es jetzt nicht hinkriegt, genug Devotion zu sammeln für den. Er kriegt auf jeden Fall nochmal 3. Er ist auf 10, aber das kriege ich auf jeden Fall hin, wenn er angreift. Das kriege ich hin. Alter! Ey, wie er echt mein Harpunier echt aushebelt einfach. Ich könnte die alle abreißen, wenn nicht dieser fucking Hushbringer da wäre. Ich brauche einen Threat. Einen. Dann löst sich alles auf. Dann ist hier Domino Day. Come on. Ein Threat. Come on. Nein! Er kann eine Kreatur blocken. Haben wir schon gewonnen? Ja, wir haben gewonnen, glaube ich. Haben wir gewonnen? Nee, der hat Lifelink. Egal, wir ballern rein mit allen. Fuck it.
Warte mal, dann ist er auf 14, aber er kriegt trotzdem 9, 13, 14 Schaden! Er kriegt genau 14 Schaden. Ja, ein bisschen verrechnet. Trotzdem. GG, nice! Fuck you, Lifelink! Fuck you, Heliot! Alter, es sind einige der krassesten Karten, die es gibt und ich gewinne mit meinem Quatschdeck. Nice, Goldtier 3, Alter, heute ist Platin drin. Falls ihr nochmal ein Getränk euch holen wollt und genießen möchtet, dass wir noch in der Goldliga sind, bevor wir es danach nie wieder sind, dann tut das jetzt, das ist gleich ein bisschen Werbung, danach geht's weiter. Bis dann. Herzlich willkommen zurück zum Durchmarsch durch die Goldliga. Wir sind mit unserem neuen Beetlehenge-Deck unterwegs und bis jetzt lang läuft's ganz gut. Wir haben erst ein einziges Spiel verloren. Und jetzt kommt endlich mal das Henge ins Spiel, nachdem dieses Deck nämlich auch benannt wurde. Beetlehenge nämlich. Ich muss mir überlegen, wann ich jetzt genau... Oh, der Pilzsammler. Wir haben wieder auf Deutsch umgestellt übrigens. Was tatsächlich problemlos on the fly geht. Was natürlich ganz cool ist. So. Mit... Also, beim Pale Passage braucht man Fall Sudan 4. Also, ich muss nur noch ein weiteres Land zielen, um Fabled Passage im selben Zug benutzen zu dürfen. Das wäre jetzt natürlich ungünstig, wenn ich jetzt keins ziehen würde. Wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, ins Spiel kommt oder stirbt. Ich glaube, ich greife mal an. Ist eigentlich mal ganz gut, weil bei diesen Quest, Love Struck Beast, glaube ich, wollen Leute relativ oft blocken, weil sie denken, oh, wenn ich den jetzt hier blocke, dann kann er mich angreifen. Wobei sie nicht wissen können, dass ich die Karte nicht habe, um anzugreifen, sondern um alles hochzubuffen und Henge billig zu machen. Kleiner Angriff ist natürlich auch nett. Yes, natürlich alles kalkuliert hier. Perfekto. So. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt mit dem 1-1er auch angreifen soll, weil jetzt hat er auf jeden Fall eine Motivation, jetzt denkt er sich, oh, fuck. Wenn ich jetzt nicht blocke... Ja, okay. Dann können wir weiterhin mit beiden angreifen. Fuck, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil wir sonst hätten... Henge sehr praktisch spielen können. Ist jetzt nicht möglich, aber gut. Dafür haben wir zumindest direkt unser Mana. Wir spielen gegen Grün, Schwarz, Golgari heißt das. Ich glaube, die zweifarbigen kann ich mittlerweile ganz gut. Verdopple die Marken. Kämpf gegen eine Kreatur. Ach du Scheiße. Okay. So, jetzt haben wir ein mittelgroßes Problem. Wenn ich jetzt beide von denen spiele, dann habe ich im nächsten Zug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Könnte mir Henge immer noch nicht leisten. Wohingegen, wenn ich jetzt die Spiele spiele, habe ich im nächsten Zug ein 4-4er. Dann kostet Henge nur noch... 5, dann kann ich es mir leisten, okay. Okay. Nächster Zug ist Henge möglich. Und ich glaube, das brauche ich auch, um Lebenspunkte zu kriegen, weil ich glaube, das ist ein sehr relativ beatdowniges Deck. Und wir können alle uns für alle unsere Kreaturen Karten ziehen, was natürlich cool ist, weil wir zwei billige Kreaturen auf der Hand haben. Wir müssen nur den nächsten Zug überleben und da keine unserer Kreaturen verlieren. Lass beide durch, fuck it. Fuck it, ich hab gleich Henge, ich kann mich gleich heilen. Ich brauch keine Lebenspunkte. Aber hat er noch einen Mord auf der Hand oder irgendwas? Ich glaube, wir nehmen mal ein rotes, weil wir haben schon... Henge, nice. Henge kann man auch direkt einsetzen. Das heißt, ich habe die zwei Mana direkt zur Verfügung. Das heißt, ich kann direkt eine Kreatur spielen. Eine Karte ziehen, die Kreatur buffen und so weiter und so weiter.
Okay, er hat mein, aber das löst Hench jetzt nicht auf, ne? Hench ist weiterhin gecastet. Wunderbar, okay. Stimme Angreifer. Nee, keine Angriffe. So, jetzt ziehen wir hier zwar keine Karten leider für die unsere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Das hat er schon ganz gut gemacht. Oh, was war Zwang nochmal? Die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Okay, haben wir nicht. Wir haben nur Kreaturen und Länder. Nee. Zwei Schadenspunkte nehme ich mit. Ich regeneriere ja in jeder Runde 2 Lebenspunkte. Peinlich. So. Was machen wir mit ihr jetzt? Wir holen uns erstmal ein Land. Dann haben wir 6-7 Mana. Das Coole an Kiora ist halt, dass wir Hench nochmal tappen können. Ich kriege mal nochmal 2 Lebenspunkte. Das ist schon ziemlich cool. So, was müssen wir zerstören? Verursacht Trampelschaden, aber der hat Lifelink. Ich glaube, Lifelink ist schlimmer. Okay, weiter. Also, ja, Hench zusammen mit Kiora ist natürlich großartig, weil wir Hench in jeder Runde zweimal anwenden können. Das ist jetzt echt ein Problem, aber gut, dass wir seinen Lifelinker zerstört haben, weil sie wird immer krasser, wenn man Lebenspunkte dazu bekommt. Das heißt, wir kriegen jetzt hier in jeder Runde 4 grünes Mana und 4 Lebenspunkte, was natürlich super ist. Und jetzt bräuchten wir so eine Karte, die so den Motor startet. Jetzt brauchen wir eine Kreatur mit Stärke 4, weil dann ziehen wir eine Karte, können die vielleicht auch ausspielen, haben genug Mana. Das ist jetzt genau das, was wir nicht wollen. Land ist jetzt genau das, was wir nicht haben wollen gerade. Ey, wenn ich angreife, dann doppelblockt der wahrscheinlich. Oder lässt es einfach durch. Ganz lame. Weil er hat gerade auch nichts. Er hat gerade nichts auf der Hand. Und ich glaube, wir haben den besseren Langzeitplan. Das heißt, sei denn, er hat jetzt irgendwas richtig Krasses auf der Hand. Irgendwie diesen Escape Artist, super krassen Kolkos-Dödel-Typen. Nein, gib mir doch nicht die dummen Länder, Mann. Fuck it. Halt uns einfach hoch. So, jetzt muss was passieren. Jetzt bitte gib mir eine Karte mit Stärke 4 oder mehr, damit wir eine Karte ziehen, damit wir weitermachen können. Bitte. Das ist ein Problem. Lifelink und Death Touch. Naja, wir können ihn zumindest blocken mit ihm jetzt mal direkt. Aber dann haben wir einen starken Flieger und der Flieger wird wahrscheinlich meine Kiora angreifen. So, jetzt bitte, gib mir kein Land! Bitte, bitte, bitte kein Land. Bitte kein Land. Bitte kein Land. Bitte kein Land. Nice. Nice. Der triggert zwar Kiora nicht, aber dafür haben wir eine Kreatur, wir haben eine Karte, alles geil. Hoffe ich. Und er überlebt sogar, weil er... Oder kriegt er den plus 1 von Hench vor, davor oder danach? Oh, ich glaube, er überlebt nicht. Anscheinend ist das jetzt passiert, bevor der Hench-Token kam, okay. So, jetzt die Frage, ob ich Hench nochmal tappen soll. Wir haben unendlich viel Mana. Wir haben so viel Mana und wir haben noch diesen dummen Token, den ich noch nie ausgegeben habe, gewinnbringend. Sagen wir, lassen's.
So, wir haben leider wieder Land gezogen. Du kannst die Trigger-Reihenfolge bestimmen, aber wie? Ich wurde nicht gefragt. Wie geht das? Muss ich das händisch irgendwo aktivieren? Okay, jetzt kommt sein Zug. Weil es gibt ja diesen Modus, wo man ganz präzise steuern kann, ne? Muss ich den erst aktivieren? Kannst das in den Options aktivieren? Okay. Mhm. Auch während dem Spiel? Kurz bevor... Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Nein, wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben fucking Questing Beast! Wir haben sogar ein 5-5 Questing Beast. Komm, nur kein Land. Egal was, nur kein Land. Na, also. Bin ich doch schon zufrieden! Bin ich doch schon zufrieden. So, da Kiora jetzt im nächsten Zug sterben wird gegen den Flieger, glaube ich, enttappen wir auf jeden Fall noch einmal Hench. Und spielen sie im nächsten Zug nochmal aus. Einfach nur für die Lebenspunkte. So, das heißt, wir haben jetzt genau doppelt so viele Lebenspunkte wie mein Gegner. Aber merkwürdiges Deck vom Gegner, ehrlich gesagt. Sonst spielt man solche Karten eher mit vielen anderen Karten, die Lebenspunkte kriegen. Und irgendwie hat er nicht so viele. Er hat mehr diese grünen Karten, die eigentlich keine Lebenspunkte kriegen. Aber gut, das ist sein Thema. Vielleicht zieht er auch nicht die richtigen Karten, mit denen er Lebenspunkte bekommt. Er rampt halt nur hoch. Oh nein, oh nein. Das Einzige, was besser ist als Questing Beast, ist Questing Beast. Aber hat keinen Trampel. Er greift nicht an? Er greift nicht an. Also ihm die Tokens zu geben, ist Quatsch, weil der Gegner hat Death Touch. Ja, verrechnen bitte. Einmal verrechnen bitte, danke. So, jetzt Kiora oder der Karatüli. Erstmal Karatüli. Schauen uns erstmal an, was wir ziehen. Nice. Sehr, sehr nice sogar. Extrem nice. So, und jetzt gehen wir in die Options, oder was? Wie können wir das jetzt aktivieren? Dass der den Hench-Token kriegt, bevor er kämpft. Wie geht das? Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Gameplay. Phasen anzeigen. Wie geht das? Jetzt, wo Reihenfolge? Wo geht das? Phasen anzeigen. Volle Kontrolle behalten. Umschaltsteuerung. Umschaltsteuerung, also Shift-Steuerung, oder was? Umschaltsteuerung, was soll das denn bedeuten, Umschalt und Steuerung? Ersatzeffekte, sorry, ist mir jetzt zu krass gerade, ich verliere sonst das Spiel. Machen wir gleich. Sorry. Ersatzeffekte, sagt mir nix, wo? Automatisch auswählen, ach so. Ah, okay, das muss ich wegmachen. Okay, sorry, das war ein bisschen verwirrend. Frage ist, ob ich meinen Planeswalker ausspielen soll. Ich glaube, wir sagen, wir kämpfen erstmal. Er müsste jetzt mit allen drei blocken. Warte mal. Kann er beide Kreaturen zerstören, wenn ich mit beiden angreife? Nur wenn er den macht und auf den mit allen. Oder er macht den und den mit zweien. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht? Ich glaube, ich greife erstmal nur mit dem an. Ah, hier, Reihenfolge ausgelöster Fähigkeiten automatisch statt manuell. Das machen wir jetzt auch mal weg. So.
weiß nicht, ob ich meine Kiora ausspielen soll, weil er hat ja, Questing Beast hat ja kein Trample, das heißt, ich kann ja eh erstmal mit dem blocken. Und der Effekt wird nur getriggert, wenn es einem Gegner Kampfschaden zufügt. Von daher, glaube ich, spiele ich Kiora. Obwohl ich davon eigentlich fast keinen Effekt habe. Nur, dass ich zwei Lebenspunkte mehr kriege. Da habe ich 36 statt 34. Das ist auch nicht so der Knüller. Sagt man noch Knüller eigentlich? Sagt man Knüller auf der Straße noch? Ich habe sehr viel Mana gezogen in diesem Spiel, glaube ich. 6, 7, 8, 9, 10. Und er hat nur 7. Gehen wir davon aus, dass wir beide gleich viel Mana im Länder im Deck haben. Na gut, 10 zu 7 ist auch nicht so unwahrscheinlich. Man sagt krass jetzt. Ah, okay, man sagt krass. Alles klar, Sonnenbrillen Johnny sagt, man schreibt jetzt krass. Interessant. Wir haben jetzt nur den YouTube-Chat gerade da, bei Twitch sind wir gerade gebannt leider, weil wir gestern bei Verflixte Klicks eine zu gute Show gemacht haben. Er sagt, Twitch geht nicht. Wussten wir tatsächlich nicht, dass es in den AGBs von Twitch steht. Da steht tatsächlich drin, wenn man eine Sendung macht, die zu unterhaltsam ist, dann kann man sich einen Bann tatsächlich einfangen. Das wussten wir nicht. Deswegen haben wir gestern einfach abgeliefert. Und ja, so kam es leider ein bisschen unglücklich. Ja. Naja. Jetzt wissen wir es besser. Beim nächsten Mal einfach drauf achten. So, ich glaube, wir haben hier ein Timeout-Kollegen, oder er muss sich sehr gut überlegen. Ich meine, der kann mir moralisch überhaupt nichts vorwerfen. Nicht nur spielt er auch das fucking Questing Beast, sondern auch diese Dreckskarte, die ich auch nicht leiden kann. Also moralisch bin ich auf der besseren Seite. Ich habe nichts Fieses gespielt. Hensch ist auch nicht fies. War es die Szene mit dem Hund? Ja, weiß man nicht genau. Das Problem ist, wenn man gegen mehrere Regeln gleichzeitig verstößt, dann greift immer nur die am härtesten bestraft wird, sozusagen. Deswegen sind auch viele andere Dinge da über den Tisch gefallen. Hinterm Tisch runtergefallen, sagt man, glaube ich, ne? Was ist hier los jetzt? Will er mich jetzt bestrafen, weil ich im Menü geklickt habe, oder was? Was soll ich denn machen? Woher soll ich denn wissen, was die Umschalttaste ist? Umschalt plus Steuerung, haben wir noch nie gesehen. Immer so Umschalt plus L, aber Umschalt und Steuerung. Vorrang weitergeben. Rückgängig machen. Z. Zug überspringen. Umschalt plus Eingabe. Was ist denn Eingabe? Einfach irgendwas tippen oder ist es Enter oder was? Ich glaube, Enter ist Eingabe. Ach, naja. Okay, GG. Nice. Ey, keine Chance heute. Keine Chance. Ach, schade. Mr. Mirko, schade, Mensch. Ich dachte, der YouTube-Chat ist ein bisschen angenehmer. Schade. Du bist der Einzige, der hier negativ aufgefallen ist gerade. Schade. Ansonsten, YouTube-Chat immer top dabei. Glänzender Aufseher. Weiter geht's. Ich glaube, ich reroll hier mal mein weiße oder rote Zaubersprüche. Das ist doch meine Welt. Das ist meine Welt. Umschalt ist Shift. Sehr gut. Eingabe ist gleich Enter ist gleich Return. Okay. Enter ist Return. Okay. Sublad! So. Ja, ein bisschen ungünstiges Mana, ehrlich gesagt. Dafür ein ganz cooles, gute Eröffnung. Das ist mein erster Mulligan-Kandidat heute. Ja, zur Not haben wir Zug 1, Prinzessin, Zug 3, Biest, wenn wir jetzt... Ah, komm. Komm, wir haben gestern so viel... Wir haben im letzten Spiel so viel Mana gezogen, also ziehen wir jetzt auch wieder viel. So funktioniert doch Statistik. Freunde, ich habe ein 14-Punkte-Grundkurs-Abi geschrieben in Mathe, ja? Ihr könnt mir gar nichts erzählen. Oh, fuck. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber wir machen einen Schaden schon mal. Gegen IZ. It's a kind of magic. Blau und rot.
glaube, einen davon würde mir... Oh, sogar blau. Rot, grün, blau. Ist das wieder Temur? Oder Temur war mit Weiß, glaube ich. Ne? Ja, jetzt haben wir den hier. 3 Lebenspunkte und eine Karte. Aber er braucht sehr viele Karten, um zu escapen. Die hat er, glaube ich, gerade noch nicht. Bis dahin spielen wir... Hat er Flieger in seinem Deck? Wir können leider eh nicht so viel machen, weil wir nur ein grünes Mana haben. Ja, gut. Also, wie viel braucht er da im Friedhof? 5 andere Karten. Momentan hat er im Friedhof eine Karte. Anzahl an Toren ist... Alter, jetzt kommt dieser Torenunsinn wieder. Ah, der versucht auch Trampelschaden, ne? Ja, ich weiß. Wusste ich. Oh, das war vielleicht nicht so klug. Hashtag Name, würde ich sagen. Ah, ich hätte vielleicht eher den hier spielen sollen, damit er angreifen kann. Mach ich im nächsten Zug. Mach ich im nächsten Zug. Mach ich im nächsten Zug. Okay. Cooles Deck. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Mana. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben 5 Mana. Das heißt, wir können den spielen und den. Wir könnten den mit Eile spielen, um den wegzuwemsen und mit dem anzugreifen. Nee. Ich glaube, wir ballern mit allen direkt, oder? Der ist nicht so wild. Kannst du Hexereien wirken, als ob sie aufblitzen hätten? Ist das so wichtig für das Deck? Wahrscheinlich schon. 5 Mana. Also ich mache auf jeden Fall den hier. War 6 Schaden. 9 Schaden mit Eile. Ich glaube, ich mache den mit Eile. Schaden ins Gesicht. Batz, batz! Ja, jetzt hat er halt noch irgendein weirdes Zeug mit zurückschicken oder so. Ich sehe da, wenn ich sowas sehe, wenn ich diese bunte Palette sehe, dann denke ich mir eh immer, Leute, vergesst es einfach. Das ist kein Zweck. Da mache ich mir wenig Hoffnung, da zu gewinnen. Aber warte mal, wie viele Kreaturen haben wir im Friedhof? Eine. Das heißt, der wird eine 4er. Und damit haben wir 5. Reicht nicht. Reicht nicht. Okay, 6 Mana. Okay, wir haben 6 Mana. Das heißt, wir könnten 4-4 spielen. Ich glaube, ich greife erstmal mit allen an und mache den dann mit Dreschen kaputt, wenn er irgendwas blockt. Oh. Frage ist, ob ich Teferi noch zerstören soll oder nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach Kreaturen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger. Aber der hat so krasses Zeug da. Ich kenne mich leider mit diesem Deck eh nicht so gut aus, dass ich weiß, was der jetzt machen könnte. Das ist eh ein bisschen random, weil das einfach zu krass ist für mein Niveau. Jetzt hat er wieder Lebenspunkte.
Okay. Acht, neun, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Yes! Wir gewinnen gegen so ein weirdes Gate-Ding, super buntes Planeswalker-Teferi-Deck. Yes! Ey, wir besiegen alles. Wir besiegen alles. Fickt euch mit deinem super komplizierten Karten. Ich zieh so viel Karten. Gedöns. Hensch in dein Gesicht. Nice. Puh. Das freut mich. Das freut mich besonders, diese Siege. Gegen diese Ultra. Ich habe alle vier Farben im Deck. Ja, ich weiß, es gibt sechs Farben in Magic. Entspannt euch, Freunde. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Bisschen wenig Käfer für meinen Geschmack heute. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Käfer. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wie will Hand of Blood dieses Deck schlagen? Wie? Sagt es mir, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wie soll das gehen? Mit Shift, ja, okay, gut, ist ein Punkt. Oh, rot, grün, schwarz. Wirft hier der Gegner eine Karte ab. Aha. Mhm. So, so. Aha. Ah, vielleicht. Vielleicht hätte ich auch Besting Beast abwerfen sollen. Nein. Bats, Bats! So. Okay, schwarz, grün, rot. Haben wir da einen Namen? Ist es Abraxas, Yund, Charypto, Kaleppi, Kamelur? Irgend sowas. Yund? Echt? Yund ist richtig? Yes! Also, ich weiß nur, dass Yund grün und rot ist, aber die dritte wusste ich nicht. Aber nice. Okay, merkt ihr, Gruul plus schwarz ist Yund. So, wie viel braucht er im Friedhof eigentlich? Schicke fünf andere Karten. Na gut, okay, das ist noch ein langer Weg. Das ist so, wenn du dir Spiel kaufen willst, kostet 60 Euro und du schaust dir dein Geldbeutel, du hast 40 Cent. Dauert noch. Ist es so ein Katzending? Ja, es ist ein Katzendeck. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Was ist wichtiger, den wegballern oder schön aufbieteln? Nee, wir sind hier, um zu bieteln. Wir sind gekommen, um zu beateln. Ah. Er kann die immer opfern. Verstehe, aber dann. Dann tötet er meine Kreatur nicht, wenn er die opfert, bevor der Kampf stattfindet. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die Katze. Give me the cut. Where is the cut? Weirdes Deck. Ich spiele gegen so viele Decks, die ich einfach von vorne bis hinten nicht verstehe. Das ist ja dieses Katzengedöns, ne? Immer wenn du eine Katze opferst, kriegst du einen Lebkuchen. Wenn du Lebkuchen isst, kriegst du eine Karte und so weiter. Aber er hat halt keine Cut. Ja, Kollege. Dein ganzer fancy Quatsch hilft dir nichts gegen fucking Hench. Gegen Biel. Es gibt keinen Schiffbruch mehr. Gib mir keinen Schiffbruch. Von mir aus. Handeln. Gutes Spiel. Geht so. Ehrlich gesagt, mit deinem dreckigen Katzendeck, Alter. Dass du dich überhaupt noch traust, gegen mich anzutreten. Yannick. Yannick 707. Cool, cooles Deck. Richtig cool, Yannick.
Hast du gut gemacht. Keine Chance. Keine Chance. Okay, ich glaube, Rang 2, Stufe 2 schaffen wir noch. Wie lange haben wir noch? Okay, wir haben nicht mehr lang. Wir brauchen zwei Siege. Zwei Siege sind noch drin. Zwei Siege sind noch drin. Was haben wir hier? Tötendes Feuer. Zwei Siege holen wir uns noch. Dann sind wir Rang 3. Kein Hate gegen Katzen. Ja, ich meine nicht Katzen im Allgemeinen. Ich meine diese spezifische Katze und das Deck, das darum gebaut wird. Aber du hast völlig recht, Markus. Kein Hate gegen Katzen. Das ist der YouTube-Chat. Der einfach mal sagt, hey Leute, wisst ihr überhaupt, was ihr überhaupt gerade sagt? Kein Hate gegen Katzen. Finde ich toll. Oh, das ist ein Mulligan-Kandidat, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Okay. Wir haben schon den europäischen Raum gesprengt und müssen mittlerweile schon Gegner aus dem asiatischen Bereich kriegen, weil es niemanden mehr gibt, der uns das Wasser reichen kann. Okay. Der blöde Fresse. Der gute alte blöde Fresse. Oh, das war dumm. Oh, das war fucking dumm. Ich hätte jetzt Fabled Passage spielen können. Ah, das war dumm. Du bist ein dummer Dummbold. Florentin Will, dummer Dummbold. Verdammt. Bitte, jetzt, das Schicksal sollte mich bestrafen, indem ich jetzt kein Land ziehe. So, danke Schicksal. Danke dir. Gut gemacht, Schicksal. Dummer Dummbatzen. Immer dieses Erstdenken, dann Land ausspielen. Man gewöhnt sich das so an, wenn man Magic spielt, dass man immer die Länder direkt rausballert. Aber nein, denken. Erst denken, dann ländern. Borkenhaut-Troll, der verliert Zeug. Na, GG, da haben wir es doch. Kein Problem. Manchmal ist das Schicksal sehr gnädig. Man macht einen Fehler und der Gegner fällt vom Stuhl. Passiert den Besten. Hey, Freunde, noch ein Spiel und wir steigen auf. Noch ein Spiel, komm schon. Komm schon, Hench. Komm schon. What's the meaning of Beetlehench? It's killing me that no one knows why it was built 5000. Card Shop Reality. Oh, there goes Gravity. Card Shop Reality. Okay, alles klar. Wir spielen gegen Card Shop Reality. Noch nicht. Noch haben wir keine Karten. Herr Schiedsrichter, ich habe leider keine Karten bekommen. Ich kann leider dieses Spiel nicht spielen. Passt doch. Zug 1, Zug 2, Zug 3, Zug 4, Zug 5, Zug 6. Alles drin. Oh, Fabled Passage. Fable Passager on Turn Uno. Card Trap Reality, der ist einfach in der Realität. Der hat nicht mit Magic Arena angefangen, nee. Der ist noch in Comic Shops gegangen. Und hat sich da von irgendwelchen alten, schwitzigen Leuten Magic erklären lassen. Und jetzt setzt das um in Arena. Ja, grün wird wahrscheinlich, ja. Oh, er spielt auch dasselbe wie ich, das heißt, cool. Oh. Ja, ist ganz geil. Da bin ich ein bisschen neidisch. Weil der schon auch ganz cool ist. Aber er ist halt. Der hat sogar diese Märchenoptik. Okay, fuck it. Der ist zu realistisch. Der ist zu realistisch. Der hat zu viel Realität, der Typ. So, war natürlich ganz doppelt gut, weil wir Mana haben und wir haben 1-1er, um mit ihm angreifen zu können. Schwierig. Jetzt haben wir 4 Mana in diesem Zug und könnten beide spielen.
glaube, es ist besser, erst Beast zu spielen, weil den Buff kriegen wir so oder so. Die Frage ist, greifen wir im nächsten Zug mit dem 3-3er an? Und, naja. Obwohl, 2-3-3er sind besser als 1-1-5-5er. Das stimmt schon. Oh, schade, dass ich keinen im Friedhof habe. Oh, das wäre jetzt eine geile, geniale Kombo. Wenn ich einen im Friedhof hätte, würde er einen +1 kriegen und dann könnte er ihn nochmal einmal hochbuffen. Ah, schade. Schade. Nicht ideal. Nicht idealisch gelaufen. Und vor allem könnte ich dann auch zwei Mana ziehen, ne? Oh, fuck it. Ja, fuck, das war's. Das wird schwer. Das wird schwierig. Es sei denn. Es sei denn. Auf einer Seite, wenn wir ihn spielen, haben wir, können wir ihn für zwei Mana tappen, können damit aber nichts machen. So, ist es der Damentausch? Ist es der klassische Damentausch? Ja. Finde ich aber okay. Ich bin völlig d'accord mit Damentausch. Jetzt müssen wir überlegen, wann wir unsere Kiora spielen. Weil Kiora gibt uns noch nicht 4 Mana mit ihm, weil er noch nicht 4-4 ist. Wie viel Mana haben wir? Wir haben 4 Mana übrig. Eile und Trampelschaden. Okay, er hat sich für Eile entschieden. Da wird noch ein Mana auf der Hand. Kommt jetzt ein Spaß? Kommt hier ein Spaß ins Spiel? Eigentlich? Ja. Oh, sogar mit Trampelschaden. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber wir können ihn entfernen. Das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt haben wir 5 Mana. Das heißt, wir haben immer noch nicht genug für Kiora. Obwohl, doch, nee, stimmt. Kiora kann enttappen. Ja, ja, das ist ganz geil. Kiora kann enttappen, dann haben wir noch mehr Mana und können direkt eine Karte ziehen. Das ist ganz cool. Wenn der Zug glimpflich verläuft. Ugh. Aufruhr fliegend. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein nicht zu knappes Problem. Das ist ein großes Problem, könnte man fast sogar sagen. Geben 3 Mana aus, holen uns Kiora, enttappen, haben dann wieder 4 Mana und können Questing Beast spielen, ziehen eine Karte. Und machen dann wie viel Schaden? 5, 10, 14? Wir machen 14 Schaden. Option 2, wir holen uns die beiden mit Eile, machen 6, 10, nee, 6, der wird jetzt zu einer 5, 5, also 6, 11, 16 Schaden. Nee, wir können nicht beide uns holen. Ich habe nur 5 Mana. Nee, es geht nicht. Ich glaube, das ist der beste Zug, den wir hier machen können. Ah,
Okay, Questing Beast hat Wachsamkeit. Das heißt, die kann nicht angreifen. Das heißt, wir können jetzt zumindest mit dem, was wir sehen, nicht verlieren. Oh, vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben, das besser zu machen. Uff. Oh, aber ist nur 1-1er, ne? Nur ist 1-1. 5. Oh, das sieht gut aus. Nee, er hat noch ein 3, plus 3, plus 3. Nee, dann hätte er einen Schattenschwert nicht ausgerüstet, wenn er plus 3 gehabt hätte. Was ist das? Fablé Passager? Nein! Nein, was ist das? Oh, er zögert. Er würde nicht zögern, wenn er ein plus 3 auf der Hand hätte. Freunde, ich glaube, wir haben's. Oh, ich glaube, wir haben es echt. Holy moly, ist das knapp. Ich meine, er kriegt Lifelink, aber wir haben trotzdem genug Schaden. Batz! Wir haben doch genug Schaden, oder? Es sei denn, er rüstet den doch mal um auf ihn. Okay, jetzt langsam, jetzt langsam. Wir machen safe 4 Schaden. Und dann kann nur einer von beiden geblockt werden. Ich sehe nicht, wie wir das verlieren können, ehrlich gesagt. Ich gehe mal auf Nummer sicher und hol mir noch den Eile-Typen. Ich gehe auf 1000 Nummer sicher. Mir ist jetzt egal. Vielleicht ist es jetzt... nenn es Bad Manner, ist mir egal. Ich muss jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen. Ja, GG, okay. Puh! Alter, mit einem Lebenspunkt! Aber das ist mal ein Gruul gegen Gruul-Match. Das macht doch Freude. Komm, einer geht noch. Goldstufe 2! Wir sind auf Goldstufe 2! Wir haben es geschafft, Freunde! So gut war ich noch nie. Ich war noch nie in Gold 2. Als Belohnung, was kriegen wir als Belohnung? Eine tolle Karte. Was ist es? Vielleicht ein Schattenspeer? Vielleicht eine Rechtsstaatlichkeit? Naja gut, das ist natürlich Deutschland. 2 Kriege verloren, was kriegst du dafür? Rechtsstaatlichkeit, toll. Okay, ich würde sagen, wir widmen uns unserem ersten Spiel in Gold 2. Erstes Spiel in Gold 2. Wir machen noch das letzte Spiel für heute, um euch mal ein bisschen das Pflaster von Gold 2 zu... Guckt euch mal den Avatar an! Das ist ein fancy Avatar! Das ist hier, wie heißt die? Kaya, glaube ich. Ach komm, das ist jetzt, das ist die Rache des Schicksals. Ich überlege, Fablé Passager abzuwerfen, weil der uns ja Mana gibt, aber ich will in Zug 2 dehnen. Wenn wir in Zug 2 den spielen, dann haben wir in Zug 4 Questing Beast. Ist das besser als Käfer? Nichts ist besser als Käfer. Unser Deck heißt Käfer. Aber wenn wir Käfer abwerfen, haben wir relativ sicher in Zug 4 Questing Beast. Mein Deck heißt Beetlehenge, aber manchmal muss man weiter blicken als sein eigener Name. Okay, schon wieder Gruul, alles klar. Der wird Centauri. Der wird bestimmt auch ein Questing Beast haben. Wir haben Questing Beast und dann kostet Hench, kostet 5 Mana. Wir müssen bis dahin nur noch 1 Mana ziehen. Nice. Dann hole ich mir lieber mal ein grünes Mana. Okay, Centauri, was geht ab? Was geht ab? Was sind das eigentlich? Früher waren das Katzen, jetzt sind es der weirde Typ hier. Okay. Hat der das gekauft mit seinem ganzen Gold, um mir einfach zu zeigen, dass er reich ist? Oh, wir sind schon wieder bei Jund. Jund macht meine Augen wund, sage ich immer. Kleiner Merkspruch. Ach komm! Was ist das mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger? Alle Karten mit demselben Namen aus seiner Hand und seinem Friedhof ins Exil. Meine Herren, das ist ja wirklich meine Ansage. Na gut.
Er weiß, was er hier gerade abgewehrt hat, Centauri. Er hat gerade ein Questentier abgewehrt. Ja, guck dir meine Hand an. Gefällt dir meine Hand? Auf geht's. Come on. Er ist verliebt in meine Hand. Er kann gar nicht wegschauen. Er timet das komplette Spiel aus, weil er einfach nicht von meiner Hand wegschauen kann, weil sie so wunderschön ist. Das ist die perfekte Hand. Sie wäre perfekt gewesen. Wäre mein nessischer... wie heißt der? Kavenzmann? Karatüdi. Nicht gestorben. Ach, schade. Mann, wo ist mein Beetle? Ich hätte meinen Beetle gebraucht jetzt. Den hätte ich einfach Hench ablegen sollen. Das ist oft zu gierig. Ja, gegen Questing Beast. Also, wenn der jetzt kein Removal hat, dann wirklich... Wenn Gold-2-Spieler, der Jund spielt, kein Removal für Questing Beast hat, dann weiß ich nicht, warum ich mir so viel Mühe gegeben habe, um in die Siliga zu kommen. GG. Was doch. Yes! Questing Beast regelt. Scheiß auf Hench, scheiß auf Beetle. Solange du eine Questing Beast auf der Hand hast, gewinnst du. Nice. Haben wir's doch. Abgestaubt, würde ich sagen. Abgestaubt. Wir gucken uns doch, was wir heute alles... Ups. Was wir bekommen haben, ich glaube, wir haben noch einen Booster-Pack. Nein, wir haben keinen Booster-Pack mehr. Hatte ich nicht noch ein Ravnica-Ding davor bekommen? Wir müssen ganz kurz mal in unser Deck schauen, ob wir nicht noch ein bisschen unsere Karten upgraden können. Da habe ich immer nicht so das Auge drauf. Wie geht das mit diesen ganzen fancy Sachen? Wie geht das mit den fancy Sachen hier, mit diesen Glitzer-Kartenstilen? Ah, Luststruck Beast habe ich in Fancy und Steinkreis habe ich in Fancy. Ach, aber die sind schon fancy. Oder? Ah, oh, das ist das für drei. Das hole ich mir! Das hole ich mir! Alter, das ist eine meiner Lieblingskarten für 3000 Gold. Was ist das? Ich habe. Wie viel Gold habe ich? 40.000! Kaufe ich. Kaufe ich Cash! Kau! Kaue! Kau es! Kau es einfach! Zack, zack! Nice. Okay, wenn wir das nächste Mal Beetlehand spielen, dann habe ich ein fancy, fancy Lovestruck Beast. Wir gehen noch kurz in die Steigerung rein, ob ich hier auch noch coole grüne Karten habe. Schicksalsspinnerin. Nyleas Eingreifen. Und Mantel des Wolfs. Und Nylea die Schafäugige. Haben wir alle. Wir haben alle grün und alle weißen schon alle fancy Karten uns geholt. Was kommt als nächstes? Vielleicht blau? Ich weiß es nicht genau. Alles abholen. Na gut. Okay, cool. Das war's für diese Woche. Haut rein, bleibt dran. Es folgt ein ganz fantastischer Tag. Jetzt geht's, glaube ich, noch mit Chiara weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und ja. Okay, alles klar. Viel Spaß mit Chiara und Viet in Smash Dojo. Hat das was mit Super Smash Bros. Zu tun? Ja, das Zeichen ist dabei. Mega gut, bleibt dran, ist auf jeden Fall großartig. Um 15 Uhr sehen wir uns wieder zu Baba Is You, dann noch natürlich ein bisschen Mini-Motorways mit Fabi Kani und heute Abend natürlich Pen & Paper. Bleibt einfach dran, Freunde, ihr könnt nichts falsch machen. Macht's gut, bis dann, ciao.